So Leute, wir werden hier immer noch gefeiert wie eh und je und machen da mal weiter. Level 1,12, Moment mal. Ich will mal kurz was gucken, bitte. Ach, es ging bis 21, hupsala. Da habe ich dann falsch was im Kopf gehabt. Genau, ab 11 haben wir einfach nur was Neues freigeschaltet. Stimmt ja, so war das. Hehehehe, Entschuldigung. Gut, egal, wir machen weiter. Gucken uns jetzt erstmal das Level an. Laser, Frost, Stun, Zweier. Was kommt? Oh, es kommen große. Da wären vielleicht die sogar ganz praktisch. Ich nehme mal. So mit. Und wir starten. Warum ich das Fenster immer hochklappe, weiß ich auch nicht. So. Dann stoppen wir mal deren Bewegungsgeschwindigkeit so ein bisschen. What the fuck? Ja, komm her. So. Da sollte eigentlich der Stun hin. Egal. Ich sehe keinen Ausbruch auf der Karte. Also nicht sowas von wegen BOOM und dann habe ich hier wieder den ganzen Arsch voll von diesen Viechern. So. Da laufen wir einfach mal kurz hinterher. Boing. Oh, den nehmen wir mit. Können wir jetzt hier unseren Laser hinsetzen. Let's hope this doesn't explode. So. Mach putt. Läuft doch gut momentan. Der Große fehlt noch. Da ist er. Oh, direkt in den Zoo rein. Sehr schön. Ja. Hopp. Sollte klappen, sollte klappen. Die schießen auch immer auf den, der am weitesten ist. Das ist sehr schön. Also die Türme beweisen sogar KI. Ich kenne Tower Defense, da tun sie es nicht so wirklich. Da schießen die halt so lange auf einen, bis es gegessen ist. Der Eistower tut das ja. Boing. Okay, ist gegessen. Boing. Noch ein Stein hinterher. Und ein neuer Turm. Everybody dance. The face into directions. He sings his music is great. The dinos and most gophers. This cheeks. Also ich bin mir jetzt nicht so sicher, was es macht. Es scheint einfach so Explosionen zu machen. Also er macht Musik und denkt, er ist halt gut, aber die Dinosaurier mögen das wohl nicht so. Auf jeden Fall kriegen wir Barbecues. Und es geht weiter. Wir gehen mal kurz in den Shop. Wann kriege ich denn das da? Ach, erst ab Level 2. Level 2, Level 3... Also nicht Level, Welt 3 meinte ich. Die kriegen wir erst ab Welt 3. Und die? Complete 3 to unlock this. Ah, okay, okay. Also anscheinend hat das Ding 3 Welten. Ich gehe mal davon aus, 3×20 Level. Okay. Die wollen uns jetzt bestimmt mit dem neuen Ding einführen. Ja, war klar. Machen uns sofort ein Ding damit zu. 6 Kokosnüsse. 2, 4 und 6 Karten fehlen noch, okay. Die würden wir dann natürlich hier so in der Ecke aufbauen, das ist klar. Und hier. Wie würden wir es denn sonst noch angehen? Wir nehmen auf jeden Fall nochmal einen davon mit, für diese Ecke. Ja, wie machen wir das? Laser lohnt sich nicht. In diesem Level. Nehmen wir 2 davon mit. Oder eine Tesla sogar. Lohnt sich nicht Tesla? Ja, hier vielleicht eine. Aber hier habe ich nichts zum Draufrattern dann. Das ist das Blöde. Nö. Mach ich so. Schau ich hier einen hin, hier einen hin, hier einen hin. Ja. Oder? Habe ich keinen Slow natürlich, ne? Was kommt denn? Es kommen nur die Kleinen. Ja gut, da lohnt sich der Slow eh nicht so.
Ja, hier wird es uns nochmal erklärt oder so. Er schießt in zwei Richtungen. Diese und diese. Gut, das habe ich verstanden. Und wenn wir das so machen, schießt er halt nicht dran. Sie geben uns natürlich auch direkt schon mal 6 Punkte, damit wir das Ding bauen können. So, dann gucken wir uns den doch gleich mal an. Ach, der schießt durchgehend. Oh, ist das geil. Oh, ist der geil. Der schießt durchgehend in zwei Richtungen. Der ist natürlich epic. Der ist wirklich epic. Da muss ich zugeben, der gefällt mir. Also der ist wirklich Hammer. Legenderweise müsste ich den jetzt natürlich da aufbauen. Scheiß drauf, baue ich den da auf. Ja, die kommen jetzt eh nicht mehr so weit. Hopp. Oh, die Explosion haben wir noch gar nicht erreicht, sehe ich gerade. Bauen wir dich mal da unten auf, damit du nach unten mehr Reichweite hast. Das wäre mir nämlich wichtiger, wenn, dass du die unten abfängst. Ich meine, der ist jetzt leider leicht verschwendet, weil er hier vorne keine Felder hat, aber man sieht es ja wieder, da rockt. So, jetzt kommt eine größere Horde. Oh ja. Das Ekelhafte ist halt, dass sie jetzt auch direkt da vorne rauskamen. Aber trotzdem keinerlei Problem. Überhaupt nicht. Überhaupt kein Problem. Die Welle haben wir doch locker. Wie groß die Viecher aber auch werden können, ne? Da muss man schon aufpassen, weil die Großen halten dann doch auf einmal recht viel aus. Da muss man echt vorsichtig sein mit den Viechern. So. Und ich finde das lustig. Ich kann mit Kotori schreiben im Hintergrund. Während ihr es nicht seht. Weil Kotori ist gerade auch am Aufnehmen für den Kanal, für Curry-RPs. Ich weiß nicht, wann welche Videos wann hochkommen. Also ich weiß nicht, wie parallel sie laufen, weil wir nehmen auf jeden Fall gerade parallel auf. Aber bei mir seht ihr es nicht und bei ihr dürftet ihr es sogar sehen, was da geschrieben wird. Also für die, die da gucken wollen, müssen dann bei ihr gucken. Oh, wir kriegen diese anderen Dinos jetzt mit dabei, diese pinken. Ja, hier bauen wir auf jeden Fall so ein Schockwoofer dran, diesen. dann wird sich Laser aber hier nichts mehr bringen. Oder wir bauen den hier drin und hier einen Laser. Die Großen kommen da wahrscheinlich locker durch. Also wir nehmen auf jeden Fall so einen mit. Das steht fest. Das auf jeden Fall. Stellen wir nämlich hier oder hier in der Ecke. So. Ich weiß nicht, wie viele und wie stark sie werden, weil sonst wird sich hier einer noch lohnen. Nehmen wir mal zwei zur Sicherheit mit. Ja, oder wir bauen die hier nebeneinander. Genau, wir bauen die dann hier nebeneinander, damit die da wieder so richtig schön rocken. Und nehmen dann wieder nur die mit, oder? Oder hier eine Tesla hinbauen? Wir nehmen sicherheitshalber mal eine Tesla mit und dann noch zweimal die. Okay, starten wir. So. Ich brauche auf jeden Fall sehr schnell noch eine Palme. Bitte. Da. Ne, eine brauche ich noch. Scheiße. So. Los, los, Spiel, Spiel, Spiel! Genau so muss das. Spiel weiter! Da kommen Dinos! Diese kommen leider recht weit. Los, 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 los. Es kommt nachher noch eine Explosion, da darf ich nicht aus Acht lassen. Genau da ist die Explosion schon. Weit abwehren. Das könnte knapp werden. Ich muss mir Unterstützung holen und zwar ganz schnell.
So. Sollte klappen, hier hinten haben wir alles geregelt. So, da hinten ist erstmal alles sauber. Wir räumen vorne weiter auf. Holen uns natürlich hier noch alles schön mit, also nehmen wir uns hier noch alles schön mit. Sollte klappen. So, hier unten sollte ja noch eine Tesla hin. So. Lololo, sollte klappen. So. Ja, jetzt könnten wir hier zum Beispiel noch den reinstellen, dann ist der hinten auf jeden Fall sicher. Aber die kacken da vorne schon ab bei den Subwoofer-Dingern. War ein riskanter Start für uns eigentlich, weil wir erstmal 6 Teile brauchen. Plus eine Karte, jetzt können wir noch eine Karte mehr mitnehmen, schön. Weil wir halt erstmal 6 Punkte brauchten für die Dinger, beziehungsweise 12, damit sie flüssig laufen. Aber wir haben es dann doch gemeistert. Wie gesagt, das Spiel ist nicht sonderlich teuer. Im Steam-Shop zu erhalten, also ich finde es momentan recht gut. Jetzt sage ich natürlich am Ende, wenn ich es durch habe, nochmal genau, wie ich es finde. Weil es dauert ja noch ein bisschen. Aber momentan recht toll. Ja, das hast du mir schon mal gesagt. Jetzt können wir das TNT fast kaufen. Ja, ich weiß nicht, ich finde die nicht so gut. Ich spare für Ninja. 2000 Punkte? Ja komm, wir holen uns Ninja, wir sparen für Ninja. So, when I was a kid, I was gay. Nein, das eigentlich nicht, aber... Subwoofer können wir einmal hier hinbauen und noch so ein Zweier schießt den und hier noch einen Subwoofer hin. Oder da noch hin. Das wäre dann relativ. Es kommt ein Fettsack. Hier könnten wir auch Laser hinbauen. Ich bin gerade am überlegen wegen Frost Tower auch noch, aber das wäre dann, das wird dann mit dem Platz nicht reichen. Ich mach mal kurz Subwoofer und Laser rein. Und ich bin dafür, dass wir hier einen Laser hinbauen. Jetzt kommen halt auch die kleinen. Und hier ein Subwoofer. Dann auf jeden Fall so ein Zweier-Ding. Hier hin. Wie viel können wir noch mitnehmen? 3 Stück. Dass wir dann hier nochmal Slowen, nochmal ein Zweier und noch ein Subwoofer. Slow, Zweier, Subwoofer. So. Start. What the fuck, ehrlich? Da muss ich ja tatsächlich den schon zuerst bauen. Alter, wie viele? Also wie viele jetzt einfach schon davon kommen. Ja, und jetzt habe ich eine Arschkarte. Damit die Kleinen zumindest nachgeben. Verdammte Scheiße hier. Okay, Umplanung. Umstrukturierung. Ich muss so viel Schaden wie möglich auf den rauskriegen. Hallo Dinos. Schieß doch auf den da unten. Boah, knapp. Knapper Mist, ey. Knapper Mist. Da hätten wir vielleicht noch ein paar Slow Tower mitnehmen sollen. Aber wir scheinen es zu schaffen. Ja, wir schaffen es auf jeden Fall. Wir haben es ja schon durch im Endeffekt. Uff. War eine knappe Sache diesmal. Also es wird auf jeden Fall anspruchsvoller, wie man merkt. Wir bekommen wieder Münzen. Ja, wir sparen da jetzt bis wir 2000 zusammen haben. Und dann kaufe ich mir das Ninja-Kostüm. Das, was wahrscheinlich am wenigsten bringt von allen Sachen oder so. Aber ich kann es halt. Ich mag Ninjas. So, nächstes Level. Oh. Es kommt alles. 3 haben wir am Anfang und wir haben sogar schon 3 von diesen Dingern stehen.
Wollen wir das Subwoofer hier in so eine Ecke bauen? Könnt ihr so eine komplette Ecke kaputt ballern. Oder lieber Frost. Es kommen nämlich auch dicke. Frost. Aber mal ganz ehrlich, außer Frost und Subwoofer lohnt sich hier doch nichts wirklich, oder? Laser kann ich nicht bauen. Ich könnte eine Tesla bauen. Ich nehme mal eine Tesla mit. Ich nehme es einfach mal so mit. Es war doch so klar, was kommt als erstes. So, bauen wir den dahin. Da ist der zweite von den Fettviechern. So, ein noch, dann können wir die Dings bauen. So, da hätten wir sie. Ja, bauen wir sie jetzt mal hier hin. Der slowt natürlich jetzt nicht den großen, den er eigentlich slowen müsste. So. Hier der nächste Slow hin, damit der große hier nicht weiterkommt. Oder kaum weiterkommt. Da ist noch ein großer, sehe ich gerade oben. Bis jetzt geht's aber eigentlich. Also bis jetzt würde ich jetzt noch keinen Stress machen, ich sag's mal so. Einmal, zweimal. So. Wird mir hier eine Tesla was bringen? Nee. Nicht wirklich. Machen wir hier eine Tesla so als letzte Schussmaßnahme hin. Incoming. Münzen. So. Wollen wir hier noch einen hin? So, eigentlich bringt das jetzt schon gar nichts mehr, wenn wir weiter sammeln. Denn für 6 könnte ich jetzt das nächste bauen, aber müsste ich hier vorne bauen, damit es wirklich großartig Sinn macht. Und da kommt ja nichts mehr. Ist ja nur noch der da. So, halt hier so am besten. Und auch da macht er nur begrenzt Sinn. Und da komme ich gar nicht dran, wo er ist. Ja, ich könnte ihn auch hier hinbauen, dann würde er diesen Weg hier noch abdecken. Aber wir haben es auch schon geschafft. Portal? Since Dinos back to the beginning at the path with quantum beams. Ja, setzt die Dinos wieder zurück zum Anfang. Okay. So. Wir werden jetzt noch die Vorbereitung fürs nächste Level treffen und dann würden wir uns aber erst im nächsten Part das nächste Level wirklich angucken. Wir gucken mal so, was uns hier erwartet. Haben wir es einmal mit, ne? Ja. Die wollen jetzt unbedingt, dass wir es hier mindestens einmal probieren. Macht das überhaupt Schaden? Ich bezweifle es. Kostet viel. Es ist auch nicht so teuer. Uff, aber hier kommt sehr viel Scheiße. 1, 2, 3, 4. Ja, die geben uns natürlich wieder 4 Sachen, damit wir genau das Ding bauen können. Es lohnt sich ja eigentlich nur relativ weit hinten. Für 2 Seiten. Für das Eck. Also, das ist das Equip, mit dem wir in den nächsten Part reingehen. Beziehungsweise dieses Level versuchen werden. Ich kann nur sagen, danke fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.